Hallo und herzlich willkommen zum dritten Adventskalenderchen. In diesem Video machen wir Puddingplätzchen. Dafür brauchen wir Puddingpulver Vanillegeschmack. In dem sind jetzt 38 Gramm drin. Eine Packung Vanillezucker. 100 Gramm Butter. Ein Messbecher. Schüssel, halt normale Küchenutensilien. 100 Gramm Mehl. 40 Gramm Puderzucker und optional noch am Ende etwas auf die Plätzchen tun. Frischhaltefolie, da der Teig eine Stunde im Kühlschrank muss. Backofen, Backblech und solche normalen Utensilien. Als erstes werden die 100 Gramm Butter dann schaumig geschlagen. Dazu werden die 40 Gramm Puderzucker und Vanillezucker gegeben. Anschließend wird dann noch ein Päckchen Puddingpulver drunter geknetet und die 100 Gramm Mehl. Das Ganze haben wir jetzt gemacht. So sieht der Teig jetzt aus. Und dann wickeln wir das jetzt in Frischhaltefolie. Und das kommt dann circa eine Stunde in den Kühlschrank. Die Plätzchen macht man dann folgendermaßen. Man bildet so Kügelchen und dann drückt man die halt platt, nachdem die eine Stunde im Kühlschrank waren. Und dann kommen die in den Backofen. Gebacken werden sie bei 180 Grad Ober- und Unterhitze ca. 10 bis 12 Minuten.